Viele Menschen und jeder eine Kerze in der Hand. Heute soll so eine große Lichterkette entstehen, die durch 5 Bundesländer geht. Auch Brandenburg ist dabei. Der Aufruf zu dieser Großdemonstration gegen Krieg, Terror, Gewalt, der kam über Facebook. Doch wer sind eigentlich die Organisatoren? Eine von ihnen hat Isman Alboa heute Nachmittag getroffen. Barbara Reis aus Werder-Havel ist Ansprechpartnerin für die Brandenburger Lichterkette. Heute kümmert sie sich gemeinsam mit Jan Dahlgrün um den Streckenabschnitt in Potsdam. Die Idee, dass Menschen in 5 Bundesländern zur gleichen Zeit mit einer Kerze in der Hand eine Kette für den Frieden bilden, finden beide gut. Ich bin ein Mensch und ein Mensch, der für den Frieden ist und der gegen Rassismus und Krieg ist. Lichterkette als Symbol für Frieden und Toleranz. Dennoch, Barbara Reis und Jan Dahlgrün wurden offenbar beschuldigt, einer rechten Gruppierung anzugehören. Der Grund: seit 2 Jahren nehmen sie regelmäßig an den Montagsdemos in Potsdam teil, die auch Mahnwachen für den Frieden genannt werden. Nun stand der Verdacht im Raum, dass Gruppen aus dem Mahnwachenspektrum, denen man Pegida-Nähe unterstellt, Friedensveranstaltungen unterwandern. Die Potsdamer wehren sich dagegen. Das gab es bei dieser großen Aktion auch, dass unhaltbare Diffamierungen entstanden, leider, die dann dazu führten, dass manche sich auch ganz davon abgewandt haben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch kurz davor war, die Kerzen auszuzünden sozusagen in meinem Kopf. Sie verstehen sich selbst als Friedensaktivisten, wollen, dass das Projekt Lichterkette unbedingt gelingt. Vor dem Filmmuseum Potsdam sammeln sich die Ersten. Erwartet werden für den Abend 200 Leute. In der Zwischenzeit wollten wir hier schon mal eine kleine Probe machen, eine Generalprobe sozusagen für heute Abend, wie es dann aussehen könnte. An dieser Stelle trifft sich die Gruppe sonst zu den Montagsdemos in Potsdam. Die Pegida-Demonstrationen finden ebenfalls montags statt. Möglicherweise gerät die Gruppe deshalb in Verdacht, zu den sogenannten Neurechten zu gehören. Doch sie bestreiten jegliche Gemeinsamkeit. Geistig, intellektuell hatten wir nichts mit Pegida zu tun. Man kann wirklich sagen, dass es 180 Grad entgegengesetzt ist. Und wir stehen hier für Frieden und nicht gegen Ausländer. Wir stehen nicht gegen Überbevölkerung von Flüchtlingen, sondern wir stehen hier wirklich jeder Einzelne für sich für Frieden in dieser Welt. Gar nicht so einfach derzeit gegen Krieg und Gewalt auf die Straße zu gehen. Mindestens 600.000 Menschen müssten an diesem Abend zusammenkommen, damit die Lichterkette funktioniert zwischen München, Potsdam und Berlin. Wir versuchen Ihnen noch im Laufe der Sendung Bilder von ihr zu zeigen.